So, einen wunderschönen guten Abend, eben an diesem Donnerstagabend, wie immer um 19:30 Uhr, unser Informationswebinar. Herzlich willkommen eben zu unserer brandneuen Technologie Skyway, die Hightech-Seitentechnologie, die wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte im Transportbereich maßgeblich verändern wird. Warum das so ist, das werden wir alle noch erfahren. Mein Name ist Rosemarie Kirner, komme aus dem nördlichen Teil von Bayern, bin genauso wie der ein oder andere, der heute dabei ist, Investor bei dieser interessanten Technologie, einfach aus Überzeugung und aus Begeisterung für diese Technologie. Und genau aus diesem Grunde habe ich mich auch vor Monaten schon bereit erklärt, eben diese Webinare zu sprechen, damit diejenigen, die auch Teil dieser fantastischen Technologie werden möchten, eben informiert sich dafür entscheiden können und sich vielleicht genauso wie ich dafür begeistern können. Was ist Skyway? Um was geht es heute? Erstmal werde ich Ihnen den Gründer, den Wissenschaftler vorstellen, dann natürlich die Vorteile. Was ist Skyway? Die Technologie selber, die dahinter steckt, die Verkehrsmittel. Dann natürlich den Öko-Techno-Park, das Projekt, das über Crowdfunding ja mit unseren Investorengeldern finanziert wird. Dann zum Thema Vermarktung, was hat sich in den letzten Monaten getan? Die Projekte und Bestellungen, wie sieht es denn aus mit dem Interesse der ganzen, ja, Länder und so weiter? Und falls noch Fragen sind, werde ich die eine oder andere Frage zur Technologie gerne beantworten. Nicht zum Thema, wie ich damit umgehe. Da haben wir dann im Anschluss eben unseren Workshop. So, wer ist er? Der Gründer, der Wissenschaftler, der Visionär, der hinter dieser Technologie steckt, der, ja, wie soll ich sagen, fast 40 Jahre an seiner Vision festgehalten hat und ja, der uns diese fantastische Möglichkeit gibt, vielleicht die Welt zu verändern oder und wieder etwas gesunden zu lassen. Anatoli Eduardowitsch Junitsky. Ein Wissenschaftler, ein ganz besonderer Mensch, er hält hier in der Hand sein Buch. Ein Buch, das über den Ursprung seiner Vision berichtet, nämlich über Spaceway. Und daraus ist eben die abgespeckte Version, die Skyway-Technologie entstanden. Warum? Spaceway ist eine fantastische Möglichkeit, die mir letztens auch ein, ja, Wissenschaftler, nicht ein Wissenschaftler, ein Ingenieur erklärt hat, dass das auch möglich ist. Und das beschreibt er hier in diesem Buch. Das ist übrigens bei Amazon käuflich, ich glaube für 94 oder 95 Euro erwerbbar ist aber in Englisch. Aber Fakt ist, diese Spaceway ist einfach zu kostspielig und so ist daraus eben die ja etwas kostengünstigere Möglichkeit entstanden, Skyway. Wer ist Junitsky? Er ist der Autor von 140 Erfindungen, davon sind 30 seiner Erfindungen umgesetzt worden in der ehemaligen UdSSR, die wir ja alle noch kennen, und zwar mit einem relativ hohen wirtschaftlichen Nutzen, nämlich schon mit 100 Millionen Rubel. Dann ist er eben, wie man logischerweise sagen kann, Wissenschaftler und der Verfasser dadurch von 18 wissenschaftlichen Monographien, einfach wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen. Dann ist er der Verfasser von mehr als 200 weiteren wissenschaftlichen Arbeiten. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics, und zwar seit 1986. Und aus seiner Astronauten-Kosmonautenzeit stammt eben auch diese Idee mit Spaceway und jetzt Skyway. Und dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000. Und natürlich, er ist der Erfinder dieser brandneuen Skyway-String-Transporttechnologie, die ich Ihnen heute ja vorstellen darf. Ja, warum sagte ich Visionär? Wenn man 40 Jahre lang für eine Idee, für eine Vision, für die Verbesserung der Welt kämpft, dann muss man Visionär sein, sonst hält man das nicht durch. Und allein für dieses Schreiben, das Sie hier links im Bild sehen, diese Anerkennung vor dem Verkehrsministerium in Russland, die er erst letztes Jahr im März erhalten hat, schriftlich, hat er 15 Jahre gekämpft.
immer wieder angefangen, immer wieder ihnen vorgestellt. Und erst letztes Jahr im Februar hat er dann nochmal über mehrstündig ihnen das vorgestellt und diese Anerkennung dann auch schriftlich im März erhalten. Rechts im Bild sehen wir ein paar Auszeichnungen und Patente, die natürlich auch, wie man sieht, zahlreich vorhanden sind. So, meinen Pfeil werde ich jetzt erstmal beseitigen. So, aber was ist denn Skyway überhaupt? Was verstehen wir darunter? Es ist eine Technologie, die sich nicht auf dem Boden bewegt, sondern auf der zweiten Ebene, auf einem speziell konstruierten Stringstruktursystem. Wir sehen es hier ganz deutlich hier im Bild, bei den einzelnen Bildern, auch mittig, ganz links ist es sehr deutlich zu sehen, über Land. Der Transport findet hier auf einer Höhe von innerorts von 6 bis 10 Metern meist statt, außerorts auch bis 15 und 30 Meter und wenn nötig sogar noch höher. Das Ganze ist sehr ökologisch, modern, auch sehr sicher, das werden wir alles noch hören, und ist zwar ähnlich wie eine Seilbahn, wenn man es äußerlich so betrachtet, hat aber damit nichts zu tun, denn es ist ein Schienensystem. Und diese Stringstruktur bietet weiter noch interessante multiple Nutzungsmöglichkeiten, nämlich kann man hier Strom oder Internet, Telefonleitungen in diese Struktur mit integrieren, mit einbauen, sodass man auch hier Kosten sparen kann. Man braucht keine Erdarbeiten mehr, man kann das alles integrieren. Wie das ist, werden wir dann an der Schiene sehen. So, ja, wo liegen die Vorteile? Natürlich in der Sicherheit schon mal. Wenn wir das Bild hier sehen, typisch Stadtverkehr, massig, Gefahren von Unfall, Kollisionsgefahr mit Autos, mit Fußgängern, mit Fahrrädern, was weiß ich, Omnibussen, Straßenbahnen, all das ist bei dieser Stringstruktur nicht möglich, weil es sich auf der zweiten Ebene bewegt, auf diesem speziellen Schienensystem, was wir ganz deutlich links im Bild sehen können. Und wenn wir die einzelnen Bilder, die Sie jetzt überall sehen bei den Vorteilen, sehen diese graue Verkehrssicherheit, haben wir hier immer Skyway mit 100% zugrunde gelegt. Letzten Mal hat einer gesagt, ja, 100% Sicherheit gibt es nicht. Natürlich gibt es keine 100% Sicherheit, gibt es nirgends. Aber man muss ja irgendwo einen Maßstab haben. Und wir haben hier einfach einen Vergleich genommen, Skyway ist 100% und die anderen entsprechend angepasst. Und hier sehen wir schon mal, die Eisenbahn hat nur halb so viel Sicherheit. Ganz klar, bewegt sich auf der Erde, man kann sich schon mal vor den Zug schmeißen, ein Auto kann kollidieren und so weiter. So. Natürlich Kraftfahrzeuge, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sieht man ganz deutlich im Straßenverkehr. Da gibt es mehr Verkehrstote, als man sich vorstellen kann, nämlich 1,24 Millionen Verkehrstote weltweit allein bis jetzt und Tendenz maßgeblich steigend, nämlich mit 50% Zunahme. Diese Kollisionsgefahr ist eben hier ausgeschlossen. Dann haben wir eine hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, bedingt auch durch das Anti-Entgleissystem, das ich Ihnen später noch zeige, und die Einzelradfederung. Und hoher Schutz natürlich, was auch interessant ist, vor Überschwemmungen, Stürmen und so weiter. Überschwemmungen ist logisch, kann man hier ganz klar sehen. Das Wasser kann unten durch, stört hier überhaupt nicht. Stürme komme ich dann mit dem Anti-Entgleissystem nochmal dazu. Also egal was ist, wir sehen hier schon einen maßgeblichen Vorteil in Bezug auf Verkehrssicherheit. Umweltfreundlichkeit, ein ganz wichtiger Faktor in der heutigen Zeit. Wenn wir bedenken, dass wir in den Stadtgebieten schon nur noch mit bestimmten Autos in die City hinein darf, mit dieser sogenannten Umweltplakette, dann wissen wir, Emissionsausstöße bei Fahrzeugen, bei Flugzeugen, großes Thema. Oder Erdverbauung. Haben wir alles? Ja, nicht. Ja, wir haben keine Erdverbauung hier. Die Schienen brauchen nicht so sehr viel Platz. Keine Störungen bei Tierwanderungen. Keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel. Keine oder ganz wenig Abgase. Meistens wird das Ganze mit Elektrizität betrieben. Und dazu nutzt man auch die Elektrizität, die aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, wie zum Beispiel Windenergie, Sonnenenergie, Wasserenergie, Wasserstrom. Was halt gerade in den Gebieten sich so anbietet, wird genutzt, schwerpunktmäßig. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann Batterien, ich kann Kondensator, ich kann mit Spiritus, ich kann im Prinzip mit allen möglichen Motoren, die es gibt, kann man hier das Ganze noch multiple unterstützen. Das heißt, man hat immer Elektromotoren in diesen Fahrzeugen, aber auch vielleicht Dieselmotoren, Batteriemotoren,
Kondensatormotoren, was es alles so auf dem Markt gibt, so dass ich natürlich immer mich fortbewegen kann, auch wenn vielleicht keine Strommöglichkeit vorhanden ist. Dann haben wir natürlich auch kein Tausalz. Die Schiene braucht das nicht, kein Reifenabrieb, keine Verbauung und so weiter. Und einen extrem niedrigen Energiebedarf, das erkläre ich aber dann noch in Bezug auf die Technologie, warum das so extrem niedrig ist. In Bezug auf Komfort, Behaglichkeit, klar, diese Schienen sind sehr eben, es gibt keine Übergänge, das Ganze ist alles, wo es miteinander verschweißt, ist glatt geschliffen, sodass es hier keine Störstellen gibt. Es gibt nur kurze Wartezeit Tür zu Tür, so zumindest wenn es so geplant ist, werde ich dann auch noch an Bildern zeigen. Geringe Fahrgeräusche werden Sie auch noch erhöhen, hören dann bei der Technologie, warum das so ist. Und das Ganze ist automatisch gesteuert, leichtes Anlaufen, wenig Bremsen oder nur sanftes Bremsen. Es gibt keine Kreuzungen. All das führt natürlich ganz stark zu unserem Komfort bei der Fortbewegung bei. So, und dann kommen wir zu den Kosten. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, vor allen Dingen für die Länder, die an dieser Technologie interessiert sind, die das Ganze integrieren wollen in ihre Transportbereiche. Das liegt einerseits an den Baukosten. Wir sehen auch hier Skyway mit 100% wieder und nur ganz krass Einschienenbahn-Magnet-Schwebebahn, der immer wieder, wenn ich mit jemandem spreche, als Vergleich genommen wird. Wir sehen es hier schon allein an den Baukosten. Da ist kein Vergleich. Das kostet das 18-fache. Vom Umweltsystem jetzt überhaupt, damit ich nochmal zurückkomme, die Magnetbahnen, die strahlen magnetische Strahlen aus und alles, was unten angebaut wird, würde verstrahlt, Tiere würden geschädigt. Also schon von der Seite her ist die Magnetbahn absolut kein Vergleich. Von den Kosten sieht man auch in beiden Beispielen auch nicht. Auch die Einschienenbahn wesentlich teurer. Selbst die Eisenbahn, das Doppelte, hört sich vielleicht nicht so drastisch an, aber wenn ich mal 100 Millionen nehme und 100 Millionen verdoppelt sind es 200 Millionen, dann ist auch das schon ein maßgeblicher Faktor. Warum? Wenig Flächenbedarf, geringe Kosten für Erdarbeiten, ganz klar, so ein Pfeiler, der ist mittlerweile, sind Sie Profis, in 20 bis 30 Minuten ist er aufgestellt, hergestellt wird das ganze Jahr in Fabriken. Dann auch die Ankerpfeiler, die sind dann gleich immer nutzbar als Bahnhöfe und werden auch ganz gut noch multiple genutzt, auch wo Natur mit eingebaut wird, werden wir auch noch sehen. Wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das Ganze ist ja gefüllt, werde ich Ihnen auch noch zeigen, mit Spezialbeton. Also hier haben wir schon extreme Einsparmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Systemen. Und zu den Betriebskosten, da ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor die extrem niedrigen Energiekosten überhaupt für die Fortbewegung, die ich Ihnen dann noch gleich alles rüberbringe. Dann ist das Ganze allwettertauglich. Das heißt, nehmen wir ganz normal Auto oder Eisenbahn. Ist es recht glatt wie im Moment, spiegelglatt, kann es passieren, dass die Bahn gar nicht fahren kann. Die Skyway-Bahn stört das überhaupt nicht. Ist es, schneit es extrem. Die Bahn muss dann vielleicht erstmal wieder, ich sage jetzt mal, leergeräumt werden, damit sie sich überhaupt fortbewegen kann. Wir hören das ja immer wieder, wenn es irgendwo extrem schneit, dass es zu Ausfällen kommt, dass die Fahrgäste nicht wegbewegt werden können und so weiter. Spielt hier überhaupt keine Rolle. Und dann, wie gesagt, niedriger Kraftstoffverbrauch, automatische Steuerung. Wir brauchen keine Menschen. Das Ganze ist computergesteuert. Der Mensch ist ja auch ein Kostenfaktor. Leider müssen wir sagen, aber hier ist es natürlich ein Kostenfaktor, den man einsparen kann, aber den man vielleicht wieder anderweitig reinholen kann. Und die Fahrzeuge können mit hoher Geschwindigkeit fahren, bis zu 500 Stundenkilometer außerorts. Auch das ist natürlich Kosteneinsparung, wenn man das Ganze mal ganzheitlich sieht. Und dadurch bedingt haben wir natürlich eine hohe Rentabilität. Das heißt, die Amortisationszeit liegt bei, man sagt, bei 3 bis 5 Jahren. Und das ist für Transportsysteme extrem kurz. Und somit natürlich auch sehr interessant für Großinvestoren, hier sich mit einzubringen. So, nun zur Technologie selber, die ich ja schon erwähnt habe. Die
sehr energiearm betrieben werden kann. Warum das so ist, werden wir jetzt gleich erfahren. Wir sehen uns in erster Linie erstmal diese Schiene an. Hier dieser kleine Querschnitt, ein Pfeil, wenn er mitspielt. Hier haben wir diesen sogenannten String. Das ist nichts anderes als ein Bündel extremst vorgespannter Stahldrähte, die umgeben sind hier von einem Befestigungselement. Und dieses Befestigungselement ist dann wiederum in diesem Schienengehäuse festgeschraubt. Hier oben haben wir die Stahlkopfschiene, das ist also eine Schiene, auf der eben eine Hochbahn fährt. Und diese Zwischenräume, die sind hier mit Spezialbeton ausgefüllt. So, warum ist das Ganze so interessant? Also dieses Bündel extrem straff gespannter Stahldrähte oder ja, dieser String, der ist so im Moment so gespannt, dass man sagt, man kann diese Pfeiler auf eine Distanz von 50 Metern aufstellen, dann ist das Ganze stabil. Und damit ich die Frage auch gleich vornehme, was ist bei Erdbeben, wenn ein so Pfeiler wegbricht, auch da würde das Ganze nicht gleich brechen. So, das Ganze wird aber jetzt aktuell so ausgearbeitet, dass es in naher Zukunft sogar auf eine Distanz von 400 Metern sich ausweiten lässt, eben diese Distanz zwischen den einzelnen Pfeilern, und auf Endsicht soll es sogar bis zu 3 Kilometern Distanz möglich sein. Das wird natürlich noch etwas Zukunftsmusik sein, aber das ist das Endziel. Also erst 50, 400, dann 1 Kilometer und dann 3 Kilometer. Und in diesem Spezialbeton kann man dann auch eben diese, ja, diese Leitungen, Stromleitungen, Internetleitungen und so weiter mit hineinbinden. Und zwar hier, eben hier einfach mit hineingelegt in Rohre. Und dieser Spezialbeton hat eine ganz wichtige Funktion. Einerseits natürlich die Stabilisierung dieser Schiene, was logischerweise sehr wichtig ist, aber auch er dämmt den Lärm ein. Das ist eine spezielle Körnung mit unterschiedlichen Größen. Das ist auch ein patentiertes Rezept, wenn ich es mal so nennen darf, das nur Junitzky und sein Team hat. Und dieser Spezialbeton verhindert die Schwingung. Und diese Schwingung ist ja das, was bei einer normalen Stahlschiene oder bei Stahl eben sehr zu Lärm führt. Zum Beispiel nehmen wir die klassische Klangschale. Da möchte ich ja, dass es nachschwingt. Und wenn man überlegt, wie lange das nachschwingt, das wäre natürlich beim Schienensystem nicht unbedingt wünschenswert. Klopfen Sie mal gegen Stahl, das ist ganz schön laut. Und wenn das ständig dann der Fall ist, dann ist es nicht unbedingt schön für uns Menschen. Und diese Schwingung soll eben durch diesen Spezialbeton unterdrückt werden, sodass es eben sehr, sehr leise wird. So, diese Schienen, da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Die flexible schnittfreie Stringschienenstruktur, die wird hauptsächlich verwendet im Gebirge, wenn man zum Beispiel eine Seilbahn damit ersetzen möchte. Weil das Ganze muss natürlich hier etwas beweglicher sein. Ja, es ist ähnlich wie eine Seilbahn, nur ist es eine Schiene und kein Seil. So, dann gibt es die halbstarre schnittfreie Stringschienenstruktur. Die wird genutzt beim sogenannten Hängebrückenmodell. Das schauen wir uns dann nochmal näher an. Da muss schon etwas mehr Bewegung möglich sein. Deshalb halbstarr, schnittfrei. Warum schnittfrei? Weil das Ganze, wenn es miteinander verbunden ist, es muss natürlich verbunden werden, dann wird es erstens mal abgeschliffen, also miteinander verschweißt und dann ganz glatt abgeschliffen, dass es tatsächlich schnittfrei wird. Und somit gibt es natürlich keine Unebenheiten. Und dann gibt es natürlich noch die starre Konstruktion der Stringschiene. Die wird hauptsächlich eben auf geraden Strecken außerorts oder auf Regionalstrecken verwendet. Wo liegt der Unterschied? Hier kann ich bis zu 150 Stundenkilometer zurücklegen im Höchstfall und hier bis zu 500 Stundenkilometern. Und hierzu gibt es eine interessante Formel. Ich erwähnte ja bereits, dass man schwerpunktmäßig Elektrizität verwendet. Würde man ein Fahrzeug, zum Beispiel hier so eine Schnellbahn da oben, mit einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometer vorwärts bewegen und mit einem Gewicht von 5 Tonnen, dann würde man bei dieser Technologie gerade mal 9,2 Kilowatt Strom benötigen. Würde man das gleiche Gewicht mit einer Pneumatik, einer Luftreifentechnologie, wie es ein LKW zum Beispiel ist, vorwärts bewegen, bräuchte man 1100 Kilowatt.
Also ist schon, hier sieht man ganz deutlich diesen ökologischen, energiesparenden Aspekt, 9,2 zu 1100. Das ist wirklich krass. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da spielen natürlich auch noch weitere Faktoren mit hinein. Erstens mal die Ebenheit der Strecke und dann natürlich auch hier diese, ja, wie soll ich sagen, diese Aerodynamik. Wir kennen ja den Begriff Aerodynamik erstmal zum Beispiel von der Eisenbahn oder auch von den, ja, Rallye-Fahrzeugen. Die Rallye-Fahrzeuge, die ja möglichst wenig Windwiderstand haben sollten, haben einen Windwiderstand von 0,3 bis 0,4. Der Intercity oder der ICE-Zug ist auch schon mal sehr gut dabei mit 0,2. Der ist ja auch sehr windschnittig gebaut und so weiter. Aber er hat natürlich auch den Widerstand unten noch auf der Schiene, den Luftraum dazwischen und er muss sich auf den Boden drücken lassen. Ja? Was natürlich bei der Skyway-Bahn ganz anders aussieht. Durch diese spezielle Konstruktion, ich bin jetzt kein Ingenieur, muss ich auch gar nicht sein, aber durch diese spezielle Konstruktion der Schiene in Kombination mit den Highspeed-Bahnen, das bezieht sich auf Highspeed, erreicht man gerade mal einen Windwiderstand von 0,05. Und Sie können sich vorstellen, hier, das ist ein Viertel im Vergleich zum Intercity, was das natürlich auch an Energie einsparen lässt, aber auch an Lärm. Also ein zweiter Faktor, der bei Lärm eine wichtige Rolle spielt. So, und hier haben wir ein Beispiel, wie man komplett ohne Energie von A nach B kommt. Nämlich das sogenannte Hängebrückenmodell. Hier bei zwei Türmen, die im Meer auf schwimmenden Inseln sind. Man kann hier Distanzen zurücklegen von 500 bis 2 Kilometern, also bis 2000 Metern. Und man kann es genau berechnen, dass man hier null Energie benötigt. Und zwar nutzt man hier einfach die Gravitation, das heißt die Erdanziehung aus. Zur Fortbewegung nach unten, hier zum Beispiel, müsste man 50 Meter in die Tiefe und dann wieder nach oben. Das heißt, bis nach unten null Energie und dann nutzt man den Widerstand der Erdanziehung wieder aus, damit man die Bremswirkung hat und dann geht es eben wieder nach oben. Und hier bei 50 Meter in die Tiefe, 1000 Meter Distanz und einer Geschwindigkeit von 113,8 Stundenkilometern bräuchte man tatsächlich hier null Energie. Also das ist einzigartig, ohne dass man hier Rückgewinnung oder sonst irgendwas nutzen muss. Also hochinteressant, diese Geschichte. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit. Die Skyway-Technologie, habe ich gesagt, sorgt ja auch ganz besonders für Sicherheit. Erstens mal natürlich durch die zweite Ebene, aber auch durch das, was wir hier im Bild sehen, wo mein Pfeil hier so schön sich rumbewegt und jetzt nicht mehr mag, nämlich an dem sogenannten Anti-Entgleis-System. Dieses Anti-Entgleis-System, wir sehen es hier, ist ein spezielles Rad, das seitlich mitfährt, hier an dieser Schiene. So, würde jetzt ein Sturm sein und dieser Sturm würde das Fahrzeug tatsächlich hier nach unten kippen lassen, dann würde dieses Anti-Entgleissystem dafür sorgen, dass es zwar, dass wir auf dem Kopf liegen und es wird vielleicht recht ungemütlich, aber es würde nicht aus der Schiene kippen. Und hier sieht man auch schon ganz deutlich schon mal einen Vorgeschmack, was der Unterschied ist zum Rad, das ich jetzt gleich nochmal Ihnen näher zeigen werde auf der nächsten Seite. Ein kleiner Querschnitt vom Rad in Einzelteilen zerlegt. Hier sehen wir das Rad, ein spezielles Motorrad, das hier oben sehr breitflächig ist und sehr glatt. Was hat das für einen Vorteil? So, hier haben wir die Skyway-Rad und hier ein normales Eisenbahnrad. Bei einem normalen Eisenbahnrad sieht man hier schon diese Zwischenräume. Diese Zwischenräume sorgen dafür, dass sich das Ganze natürlich nach links, nach rechts etwas bewegen kann, was einerseits für Abnutzung sorgt, andererseits aber auch für Lärm. Ja, hier liegt das alles ganz glatt auf. Das heißt, null Widerstand, was natürlich einerseits auch wieder für Energie Ersparnis sorgt, weil ja auch kein Widerstand dazwischen ist, aber auch kein Lärm ist. Und ein ganz wichtiger Faktor in Bezug auf Lärm ist auch noch, dass der Motor bei den Skyway-Fahrzeugen nicht in den Fahrzeugen ist,
sondern in diesen speziellen Motorrad, das übrigens patentiert ist und auch nicht aus der Hand gegeben wird. Und in dem Rad ist es natürlich wesentlich leiser, wie wenn wir in einem Fahrzeug ein Getriebe haben. Wir kennen das ja von Autos, Zügen und so weiter. Das kann schon ganz schön laut sein. Man spricht davon, dass die Skyway-Bahn ungefähr so laut sein soll, wie wenn ein Blätterwald rauscht. Also das kann jetzt mal nicht so sehr laut sein. So, und das übrigens natürlich auch diese Glattheit, diese Auflage auch wieder zur Energieersparnis führt. So, ein weiterer Faktor, der auch sehr positiv zu bewerten ist, erstens mal, weil man innerhalb kürzester Zeit ganz viele Verkehrsleistungen erreichen kann. Das heißt zum Beispiel bei Menschen, wenn jetzt Berufsverkehr ist, man kann die Skyway-Bahnen, dadurch, dass sie automatisch über Computer gesteuert sind und ausgerüstet sind mit schon vorhandenen Möglichkeiten wie Stereokamera, Nocturnkamera, Radarsystemen, Laserstreckenmessgeräten, kann man diese Bahnen in einem Abstand von 2 Sekunden, wenn man möchte, starten lassen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man Stoßzeiten hat oder zum Beispiel auch im Transportwesen, man kann in kürzesten Abständen eben die Bahnen fahren lassen und verliert hier nicht eben die Möglichkeit ungenutzten Raum, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. Eisenbahn kann zwar einige Züge anhängen, aber wenn sie auf dem Gleis unterwegs ist, dann kann der nächste Zug erst zu einer, ja, mit einer riesen Distanz dazwischen fahren. Hier spielt das überhaupt keine Rolle. Und wie gesagt, man nutzt hier einfach das, was schon vorhanden ist, nämlich bereits vorhandene automatische Steuersysteme. Und so kann man Verkehrsleistungen erreichen im Berufsverkehr von 20.000 bis 25.000 Personen in einer Stunde. Das ist schon richtig heftig viel. Wo kann man diese Technologie einsetzen? Wo liegen ihre Anwendungsgebiete? Natürlich, ich würde mal sagen, ein ganz großer Schwerpunkt wird sein der Gütertransport, aber natürlich auch später der Personenverkehr. Gütertransport kann man natürlich, wie man hier sieht, auch die Schifffahrt mit einnutzen, komme ich gleich nochmal dazu. Aber was kann ich damit transportieren? Im Prinzip auch wieder alles und wirklich alles. Transport von Schüttgut, Kohle, Erz, Baustoffe, was auch immer. Containertransport, klar. Das haben wir jetzt auch in den LKWs, Transport von besonderen Gütern, da ist gemeint Müll, irgendwelche Abfallstoffe, aber auch gefährliche Güter, die ja auf der zweiten Ebene nicht so viel für Aufsehen sorgen werden wie auf der Straße, wo man immer Angst hat vor der Kollisionsgefahr und was passiert, wenn was passiert. Das ist da eben auch schon mal ausgeschlossen. Dann Stückgutbeförderung, Waldstahl, Baumstämme, Holzmaterialien, was es so da immer gibt. Und natürlich auch Flüssiggüter wie Wasser, Milch, Getränke, aber auch Erdöl, Erdölerzeugnisse und Erdgas. Warum das ist, werden wir gleich sehen. Aber kurz vorher nochmal die Branche Schifffahrt. Schifffahrt ist auch ein interessantes Thema. Skyway stellt sich vor, dass die Häfen ins Meer hinaus verlagert werden und über die Skywaybahn zugeliefert wird und auch draußen eben bzw. entladen wird, entweder im Güterbereich, aber auch im Personenverkehr, sodass die Häfen wieder den Menschen gehören. Die Erde wird ja immer enger, immer mehr Menschen, immer weniger Platz. In bestimmten Gebieten ist das extrem und damit könnte man natürlich auch wieder Platzrückgewinnung machen und das ist auch nicht ganz unerheblich. Also spezielle Seehäfen auch bei Skyway. Dann nochmal auf die Branche Erdöl- und Erdgasindustrie zurückzukommen. Wir kennen ja das typische Beispiel hier der Pipeline. Die Pipeline hat einen riesen Nachteil. Das Ganze ist wetterabhängig. Wenn es jetzt sehr kalt ist, frostig, Schnee ist, kann es sein, dass man das Ganze überhaupt nicht nutzen kann. Spielt bei Skyway überhaupt keine Rolle. Dann ist das Ganze topologieabhängig. Das heißt, es sollte immer nach unten gehen, muss es irgendwie nach oben, muss man schauen, dass man das möglichst irgendwie flach hält, weil sonst braucht man hohe Pumpleistung, was wieder Kosten verursacht und so weiter. Bei Skyway spielt das keine Rolle. Da wird es in so speziellen Kapseln verpackt, sage ich jetzt mal, abgefüllt. Man kann das Ganze sortieren nach den einzelnen Stoffen, Abbaugebieten und so weiter. Aber was noch viel interessanter ist, man kann es in beide Richtungen transportieren und man kann entweder Erdöl, Erdgas oder Mensch oder auch Lebensmittel, alles auf der gleichen Schiene
in verschiedenen Richtungen, sogar oben und unten, wenn es notwendig ist. Weil es gibt ja Hänge und Hochbahnen, kann man diese Schiene nutzen. Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen vielleicht noch schöner aussieht als diese Pipeline. Und zu den Kosten, auch hier haben wir eben Kostenfaktor, ganz wichtig, 35 bis 40% kostengünstiger als eine Pipeline. Also das ist natürlich schon auch für diese Industrie sehr interessant. So, und dann kommen wir natürlich zur Verkehrsindustrie, generell auch Personenverkehr. Da gibt es wie überall jetzt auch, es gibt den Fernverkehr, vergleichbar hier der interregionale Skyway-Verkehr. Das sind die sogenannten Schnellbahnen, die mit bis zu 500 Stundenkilometern unterwegs sind. Gibt es natürlich auch alle Größenordnungen und so weiter. Und hier auch würde man das Ganze, so eine Schnellbahn mit Dieselmotor betreiben, dann würde man bei 100 Personenkilometern, das heißt 100 Kilometern beladen mit 100 Personen, eine Geschwindigkeit von 360 Stundenkilometer, also nicht Höchstgeschwindigkeit, bei 0,7 bis 0,9 Liter Dieselbenzin benötigen. Wenn man hier mal einen LKW vergleicht, ich habe meinen Mann mal gefragt, der ja wesentlich weniger Gewicht noch im Verhältnis hat, da liegen wir bei ja 30, 40 Liter bei 100. Also das sieht man schon mal, wie maßgeblich hier der Unterschied liegt. Aber wie gesagt, meistens wird das Ganze ja auch über Kilowatt, das heißt über Elektrizität betrieben, sofern es möglich ist. Dann kommen wir zur Verkehrsindustrie im Regionalbereich und im Stadtverkehr. Im Regionalbereich haben wir Höchstgeschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer. Hier auch Dieselvergleich, weil wir uns das gut vorstellen können, 0,5 bis 0,7 Litern bei 100 Personenkilometer bei 200 Stundenkilometer. Also ist schon nicht ganz nicht von der Hand zu weisen, wie schnell die sich vorwärts bewegen, auch im Regionalbereich. Wie gesagt, bis 300 möglich. Und im Stadtverkehr ist es möglich bis 150 Stundenkilometern. Und extrem günstiger natürlich wie eine U-Bahn, weil man muss auch nicht in die Erde so eingreifen, was meiner Meinung nach ja auch ein Risiko ist in Bezug auf Erdbeben und unsere arme Erde, die wir hier so foltern. Aber auch vom Kostenfaktor her 20 bis 30-fach billiger wie die U-Bahn. Und dann muss ich ehrlich sagen, die U-Bahnen sind mir immer so unangenehm, das Dunkle. Also ich bevorzuge es hier, wenn ich oben was sehe. Und die Beförderungsleistung, wie gesagt, liegt bei über 20.000, das heißt bis 25.000 Verkehrsleistung ist möglich im Stadtverkehr. Also das ist und auch interessant. Dann nochmal kurz auf die Fracht. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die Schiene ist belastbar. Und zwar bei einer Geschwindigkeit, bei der Hochbahn, wo jetzt mein Pfeil so schön hier sich bewegt, das ist eine Hochbahn, die können mit bis zu 120 Stundenkilometer zurücklegen, Tragfähigkeit bis 100.000 Tonnen, also auf einer Schiene, also einem Schienensystem, da können schon viele Fahrzeuge hintereinander fahren und die Beförderungsstrecke, und das ist auch hochinteressant, gerade wir Länder, die weite Distanzen zurücklegen müssen, bis 5000 Kilometer. Und das ohne Fahrer. Das heißt, sie können wirklich durchfahren. Und das ist natürlich für die Industrie, für den Transport von Fracht hochinteressant. Die Beladung, das sieht man hier mal links bei einer Hochbahn, ist während des Fahrens in Sekundenhöhe werden hier Tonnen verladen. Oder wenn wir hier mal das Ganze anschauen, bei einem Hängemodell, die sind hier auch eben, wie gesagt, alle computergesteuert, die sind hier natürlich nicht so schnell unterwegs, bis zu 40 Stundenkilometer. Tragfähigkeit liegt hier auch nicht bei 100.000, sondern bei 5 Tonnen und die Beförderungsstrecke bei 200 Kilometern. Und hier sieht man eine Beladung von einem Hängemodell und hier eine Beladung mit Kartons, das heißt mit Fracht, die mit Gabelstapler eben beladen wird, da wird das eben auch bei einem Hängemodell praktiziert. Also auch ganz interessant. Und das Ganze, wie gesagt, alles über Strom, Internet, Telefon und solche Leitsysteme gesteuert. So, hier typische Beispiele, die im Frachtgutbereich ein Riesenproblem darstellen. Große Strecken, typisch hier für Australien, das sind tatsächlich Bilder aus Australien. Australien sieht man schon in Kängurus, weitläufig, hohe Distanzen und das Ganze mit Straßen zu bebauen, wird sehr kostspielig, führt dann oft dazu,
Auch beim Schienensystem, das sehen wir links im, rechts im Bild, Schienensystem bei Überschwemmungen, bei schlechtem Wetter, führt zu Ausschwemmungen der Schienen, sodass überhaupt nicht transportiert werden kann, spielt hier bei diesen Sachen überhaupt keine Rolle. Egal wie das Wetter ist, es kann ungeniert immer eben gefahren werden. Man stört die Tierwanderungen nicht, die Natur wird nicht zerstört und bei Überschwemmungen sieht man hier, spielt es auch überhaupt keine Rolle. Und das ist unabhängig eben von der Geländegestaltung, das haben wir eben schon gesehen bei der Pipeline-Version bei Erdöl. So, dann komme ich zu den Verkehrsmitteln und den Anwendungsgebieten. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Einzelne mehr ein, aber in der Mitte sehen wir das sogenannte Unibike, zwei Modelle. Sehen wir gleich auch noch ein weiteres. Da sprechen wir davon, das wird das neue Auto werden, das Auto der Zukunft. Links ein Modell als Hänge auf eine zwei, auf ein zweischieniges, es gibt einschienige, zweischienige, als Regional- oder als Stadtbahn. Rechts im Bild eine kleinere Version von einer Highspeedbahn. Hier nochmal, wie das in der Stadt aussehen könnte, verschiedene Modelle. Hier nochmal unser Unibike, das Auto. Und da, wo mein Pfeil ist, das Fahrzeug, möchte ich nochmal genauer uns sagen. Ich finde es also ganz geil, wie es aussieht, so wie so ein Unibike-Sportauto. Richtig, ja, windschnittig. Diese Fahrzeuge wird es geben von einer Person bis fünf Personen. Und es wird es geben mit und ohne Fitness. Was heißt das? Es gibt Möglichkeiten mit Treten, sodass man bis, weiß ich, 40 oder 60 Stundenkilometer alleine durch Muskelkraft diese Fahrzeuge vorwärts bewegen kann. Aber man muss natürlich nicht, es geht auch ohne Muskelkraft, man kann auch sich sogar einen Liegestuhl einbauen lassen, denn ich stelle ja nur meinen Computer ein, sage ich möchte von A nach B, dann wird da die Aufhängung kommen, das heißt, dass das Transport, die Technik, die mich vorwärts bewegt, denn ich bekomme nur die Karosserie und diese Technik, die wird dann angesaust kommen, wird mich anhängen, je nachdem, was ich für ein System habe und wird mich von A nach B bewegen. Und ich kann drinnen, wenn ich möchte, Sport treiben, Buch lesen, meine Vorbereitung für irgendeine Schulung, keine Ahnung, was ich gerade so vorhabe oder einen Vortrag, was weiß ich, kann mich erholen, kann schlafen, vom Wegen im Stau stehen und Stress. Ich komme erholt oder körperlich fit eben an. Das wird das neue Unibike sein. Und von diesen Modellen hat man sich vorgenommen, 1 Million im Jahr. Moment, kann ich es mir noch nicht vorstellen, wie das umgesetzt wird, ist aber auch nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es Klügere wie mich. So, hier haben wir noch ein paar Modelle, wie es außerorts aussehen kann, regional oder Highspeedbahn. Man sieht ganz deutlich, oben und unten kann gefahren werden, spielt überhaupt keine Rolle. Hinten im Bild, das ist auch ganz interessant, wer es vielleicht nicht sofort erkennt, wenn mein Pfeil mitspielt. Hier, die fahren in eine andere Richtung, wie hier diese Bahn. Spielt überhaupt keine Rolle, ist alles möglich. Hier, diese fahren beide in eine Richtung. Also es ist tatsächlich alles möglich. Hier haben wir ein paar Bahnhofslösungen, die natürlich gleich auch den Richtungswechsel haben. Man sieht hier ganz deutlich dann auch immer die Kurvenelemente mit eingebaut. Hier geht es hier um die Kurven und hier. Dann haben wir auch noch einen weiteren Bahnhof zum Beispiel. Das würde wahrscheinlich in der Stadt einer sein. Das sind sicherlich auch Geschäfte integriert. Und ganz typisch für das, was Junitzki möchte, das sind hier diese Bäume, Parkanlagen zur Erholung der Menschen. Hier könnte es sein, wie es ist, über eine Autobahn drüber bei einem Flughafen. Und das hier ist die lineare Stadt. So stellt man sich die Zukunft vor. Und da gehe ich jetzt heute ausnahmsweise mal nicht so drauf ein, denn da habe ich ein interessantes, kurz, ganz kurzes Video noch im Anschluss an meine Präsentation, ganz am Schluss für euch. Und jetzt komme ich zum Öko-Technopark, der ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und ganz besonders im Jetzt. Nämlich dieser Öko-Technopark hat eine wichtige Funktion. Er dient dem Vorzeigen der Präsentation dieser Technologie. Und wir sehen hier hinten im Bild, das ist jetzt im Entstehen, die Frachtstrecke. Hier hinten wird dann eben gezeigt, wie man be- und entlädt. Hier in der Mitte ist die Stadt- und Regionalbahn bzw. die Unibike-Bahn. Hier ist ja auch das Unibike am 29. November das erste Mal gefahren. Im Moment baut man hier diese Elemente. Werde ich dann nochmal zeigen zum Schluss.
Und hier haben wir ein Hängebrückenmodell. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Das finanzieren wir ja im Augenblick erst. Und hier entsteht eben die Highspeed-Strecke, die bis zu 16 Kilometer lang sein wird. Und diese Highspeed-Strecke wurde ursprünglich mit 30 Kilometer veranschlagt, kann man aber jetzt wegen der Ausnutzung der Gravitations- und vor allem dieser Gravitationsmotortechnik auf 16 Kilometer verkürzen. Und das spart natürlich ja nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld, denn ein Kilometer liegt bei 2 bis 3 Millionen. Und wenn man jetzt sagt 14 mal 3, 2 bis 3 Millionen, dann kann man hier schon richtig Geld einsparen. Also wie gesagt, Richtungswechsel bei Skyway geht immer nur über Kurvenelemente und das wird hier dann eben demonstriert oder eben hier. So, und hier kann man, wie gesagt, natürlich auch das Ganze multiple einbauen. Hier nochmal ein Bild von oben, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist. Hier auch ganz schön nochmal die Frachtstrecke von oben. Da hinten die Beladung. Na, mag gar nicht jetzt wieder mein Pfeil. Dieser Raum hat schon seine Herausforderungen. So hier die Be- und Entladung, hier wird die Frachtbeladung sein, hier wieder die Kurvenelemente, hier dieses Hängebrückenelement. Und hier diese Halle, die ist auch noch nicht gebaut, die wird dann später eben dazu da sein, zum Präsentieren, zum Verträge abschließen und so weiter, aber auch ganz später eben als Museum dienen. Und hier hinten nochmal die Highspeed-Strecke. So, veranschlagt wurde er mit einer Finanzkennziffer und zwar mit einer Investitionssumme von 240 Millionen US-Dollar. Start dieses Projektes im Jahr 2015 und zwar hat man im, glaube September angefangen, damit zu bauen. Im Oktober hat man dann den Grundstein gelegt, den 0-Kilometer-Stein, zeige ich euch dann noch. Und im 2018 soll dieser Park dann fertig sein. Finanziert wird das Ganze, ja, wie soll ich sagen, aus Investorengeldern, aktuell nur aus Privatinvestoren. Man lässt bewusst keine Großinvestoren hinein, weil die Privatinvestoren es einfach möglich gemacht haben, dass das Ganze überhaupt zustande kam. Und diese ganze Technologie hat ja einen sogenannten Immaterialgutwert. Das heißt, wenn das Ganze ausgebaut wird, von 400, na, steht hier nicht, von 400 Milliarden US-Dollar, sagt man. Und im Moment hat es einen Wert, Firmenwert ungefähr, das ist aber auch schon wieder überaltert, von 2 Milliarden US-Dollar, allein von der Unternehmensgruppe her finanziert. Hier steht auch in 50 Ländern, stimmt schon lange nicht mehr. Wir haben Investoren aus circa 120 Ländern. Legen Sie mich nicht auf das eine fest, aber natürlich mit unterschiedlichen Investitionssummen. Hauptsächlich ist der Großteil natürlich noch im östlichen Bereich, weil der russische, wenn ich jetzt nur an Deutschland denke, da ging es ja eigentlich erst letztes Jahr richtig los über uns, unsere Gruppe. Vorher war es ja noch ein bisschen im kleineren Rahmen. Und durchschnittlich wurde mit einem Diskont von 1 bis 200. Das wird sich aber in den nächsten Monaten auch maßgeblich verschlechtern. Deshalb für jeden gut, der nicht zu lange überlegt, wenn er gerne Teil dieser ja, innovativen Technologie sein möchte. Das ist ein eigenes Thema. Das soll man dann mit der Person besprechen, wie das funktioniert, die einen hier eingeladen hat. Hier sehen wir links im Bild diesen 0-Kilometer-Stein, der in Marina Gorka, ich breche mir jedes Mal wieder die Zunge ab. Das heißt, das ist in der Nähe von Minsk, dieser Ort, da liegt dieser Park und dieser 0-Kilometer-Stein heißt nichts anderes. Von hier geht Skyway in die Welt hinaus. Und er liegt zentral auf diesem gepflasterten Bereich. Dieses Gepflasterte ist nichts anderes als die Landkarte dargestellt von Weißrussland oder Belarus. Und rechts im Bild sehen wir Junitski, wie er kniet und drei Dosen vergräbt. Eine soll nach 5 Jahren, eine nach 10 und eine nach 15 Jahren ausgegraben werden. Und dort soll danach gesehen werden, ob er seine Ziele, die er sich gesetzt hat, eben erreicht hat. So, und am 17.10. sehen Sie hier, wurde eben der 0-Kilometer-Stein gesetzt. So, und jetzt komme ich zu den Entwicklungsetappen der Skyway-Technologie. Es gibt insgesamt
15 Phasen, die im Bereich Crowdfunding eben finanziert werden. Aber bevor das Crowdfunding gestartet hat, hat Junitzki natürlich erstmal ein paar Jahre daran gearbeitet, das Ganze zu entwickeln. Bis 2014 und 1977, 78 fing er an mit seiner Idee. 2014 wollte er dann unbedingt umsetzen, nachdem keiner an ihn geglaubt hat, hat man dann die Muttergesellschaft, die RSEW gegründet, später dann auch die Skyway Capital und die Invest Group. Skyway Capital ist das, was wir kennen. Das ist die Gruppe, die sich schwerpunktmäßig auf den deutschsprachigen Bereich konzentriert hat. So, dann hat man anfangs, die Leute haben damals nur in eine Vision finanziert, weil, wie wir heute ja schon gehört haben, die Anerkennung als innovative Technologie kam ja erst vergangenes Jahr, also 2015 offiziell im März. Und das Ganze hat schon 2014 gestartet. Ja? Und mit den ersten Visionärsgeldern, sage ich jetzt mal, hat man dann die Designs entwickelt und das ist alles schon in trockenen Tüchern. Da gibt es also schon wirklich Aufzeichnungen von allen möglichen Bahnen. Dann hat man 2015 eben das Bauvorhaben Ökotechnopark gestartet, das jetzt natürlich schon sehr weit vorgeschritten ist und wir bewegen uns derzeit in der Demonstrations- und Zertifizierungsphase, die eben ja begonnen hat letztes Jahr mit 29. November mit der Jungfernfahrt des Unibikes. Und jetzt natürlich eben wird gerade das Unibike eben befindet sich in der Zertifizierung, soll abgeschlossen sein bis im Frühjahr und dann beginnt man mit dem Frachtsystem. Und in diesem Ökotechnopark soll auch dieses Jahr, Anfang Juni, genauen Termin haben wir noch nicht, ein Investorenfest stattfinden, an dem jeder teilnehmen kann. Und wer da Interesse hat und glaubt, dass er gerne dabei sein möchte, der sollte sich bitte in die Liste eintragen, die wir in unseren Gruppen haben, sofern er in unseren Gruppen ist. Auch, es ist nicht verbindlich. Wenn es wirklich nicht klappt, kein Problem. Nur die müssen sich in etwa ja auch orientieren, wer dabei sein möchte, kann und so weiter. Und in diesem Jahr befinden wir uns definitiv im Jahr der Markteinführung und der Startschuss liegt wie immer bei Rotug und Australien. So, und dann komme ich noch mal kurz hier zum Thema Vermarktung. Hier schon zahlreiche Zeitungen, die darüber berichten, Australien, Russland, ganz stark schon, gehe nicht mehr im Einzelnen ein. Dann hier Rotug rechts im Bild mit Junitzki, weil Rotug spielt einfach eine ganz wichtige, das ist er, der Rotug, spielt einfach eine ganz wichtige Rolle. Er hat angefangen, das Ganze ja ins Rollen zu bringen mit der Universität in Flinders, die jetzt zwar auf 2018 eben verschoben wurde, aber einfach das erste Projekt war, das tatsächlich fix geplant war, hier eben mit Junitzki rechts im Bild, wie sie eben dieses Miniaturfahrzeug in der Hand halten. Solche Fahrzeuge werden übrigens auch beim Ökotechnopark auf einem speziellen Zaun, der außen herum gebaut wird und der das Ganze absichert, werden herumfahren und mit Kameras, eben mit integrierten Kameras ausgestattet sein, sodass das Ganze verhindert wird, dass irgendwelche nicht so nette, freundliche Leute da das Ganze zerstören. Denn leider hat Junitzki das ja schon mal erleben müssen. Hier sieht man ihn, wie er plant mit Rotug. Rotug, der Vorreiter, der wirklich in Australien hier für Schwung sorgt. Hier ist nochmal zurück die Universität, die Strecke. Warum ist Flinders das erste gewesen? Die müssen auf eine ziemliche Höhe rauf. Mag jetzt nicht der Pfeil. Ich erkläre es jetzt einfach kurz. Die müssen auf eine Höhe von 50 Metern hoch. Und das kann man mit keinem normalen Transportsystem. Deswegen haben die ein Riesenproblem bei dieser Universität. Und das ist tatsächlich nur mit Skyway möglich. Und wegen dem Bau von diesem Gebäude, das man jetzt noch mit einbeziehen möchte, verzögert sich das Ganze auf aufgrund der vielen Genehmigungen, die erforderlich sind, auf 2018. So, dann was natürlich in Australien auch ein Riesenthema ist, und das ist nicht nur in Australien ein Riesenthema, sondern in vielen Ländern. Australien aber, hier einerseits natürlich die Strecke, hier möchte eine Highspeedbahn bauen, Melbourne nach Sydney, aber ganz wichtig, und das wird meiner Meinung nach der Start sein, das sind hier die Frachtsysteme, braucht man hier. Hier sind nämlich die ganzen Erzbergwerke, und hier
soll das Ganze verarbeitet werden. Und hier liegen riesen Distanzen dazwischen. Und bisher musste man das Ganze so transportieren über diesen LKW. Und wenn das Wetter natürlich nicht so mitspielt und auf diesen riesen Distanzen, dann hatten die hier riesen Ausfälle. Und das kann man wunderbar in den Griff bekommen, eben mit der Skyway-Bahn. Und deshalb ist Australien natürlich da stark dahinter. Und die fangen auch schon im Herbst, zumindest ist so geplant, an eben mit der Zertifizierung in Australien. Denn die Zertifizierung muss ja an die entsprechenden Länder angepasst werden und ist natürlich auch in Australien anders wie jetzt in Russland oder jetzt bei uns. So, dann ging das Ganze natürlich los in die Publizierung, in die Bekanntmachung mit der InnoTrans vergangenes Jahr im September in Berlin. Eine ganz wichtige Transportmesse, die die Maßstäbe setzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und da hat Skyway auch eingeschlagen wie eine Bombe. Hier im Bild noch ganz, möchte ich kurz erwähnen, Chris Principe. Er hat gesagt, und da gibt es auch ein YouTube-Video, das sehe ich, habe ich extra dieses Bild hier mitgenommen, er spricht von The Next Internet im Finanzbereich. Und er ist auch begeistert eben von den Vorteilen für den Menschen, auch im Kostenbereich. Weil man muss sich vorstellen, eine Strecke, wenn die Bahn jetzt zum Beispiel von München nach Berlin gebaut würde, spricht man ungefähr 15 Euro. Das ist gar nichts, wenn man jetzt das vergleicht mit dem normalen Schienensystem, mit der Bahn. Rechts im Bild, das sind noch die Iren. Hier haben wir die Ausstellung Transport und Logistik in Minsk. Das war eine Folge von der InnoTrans, die Einladung zu dieser Messe. Auch hier extrem eingeschlagen. Hier spricht er mit dem Ministerpräsidenten der Republik Belarus. Dann folgte Schlag auf Schlag die Einladung zur Energy Expo in Minsk. Rechts im Bild der kleine Mann, der hier so eifrig zuhört. Ja, ich wieder. Das ist der Japaner, der sich jetzt auch mit Unitsky trifft, weil die sind jetzt auch in Moskau bei irgendeiner Messe oder Forum, keine Ahnung. Dann werden sie auch zu Gast sein im Öko-Technopark. Dann war die Messe in Melbourne, da hat Rod Hook die Skyway Australia vertreten. Dann war das Umweltforum in Rom, hier hat der Umweltminister von Italien so geschwärmt für Skyway, möchte sich einsetzen. Und dann war in, nach der ersten Fahrt vom Unibike auch die Messe Transport of Russia in Moskau. Und auch hier Skyway in aller Munde, die Presse interessiert und natürlich der Morozov, der eine maßgebliche Rolle spielt für die geplanten Strecken in Russland. Also auch hier, auch die russische Regierung interessiert sich schon und es sind meines Wissens schon drei Strecken hier fix geplant. So, und zum Planung und so weiter, zu den Strecken, ja, Startschuss. Wenn ich was unterschreibe, möchte ich erst mal sehen, ob es funktioniert. Und deshalb war dieser Tag, dieser 29.11., die Jungfernfahrt des Unibikes, ob es überhaupt funktioniert, natürlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Hier ein glücklicher Unitsky, denn das Ganze hat natürlich funktioniert. Und dort hat man eben diese Vorführung gemacht auf der leeren Schiene, denn die Befüllung der Schiene, das ist ja auch ein Teil, der zum Zertifizierungsprozess dazugehört. Man muss ja das dann auch immer wieder anpassen, aufschreiben und so weiter. Und dieser Prozess hat eben damit auch begonnen, und zwar meines Wissens am 1. Dezember. So, wer war Gast an diesem besagten Tag? Die Vereinigten Staaten aus dem Bundesstaat Houston war eine Vertretung da, aus Kanada, aus Israel. Dann natürlich aus Australien, die haben ja schon die Leute dabei gehabt, weil die haben ja die Firmen schon gegründet zum Bauen. Und natürlich aus Russland, das sind die Vorreiter. Es gibt ja schon 11 Vorbestellungen, die sich einfach schon die Rechte gesichert haben. Das habe ich gar noch nicht erwähnt, aber das ist Fakt. Dann hier haben wir wieder die Delegation von Russland mit Medvedev, der auch hier maßgeblich eben mit beteiligt war an dieser Anerkennung als innovative Technologie, da im 2016, eben im Februar, März. Dann folgten natürlich weitere Gäste aus der Schweiz, aus der Türkei, aus Städten. Dann ganz wichtig auch aus Indien, die ja 1,1 Milliarde umsetzen wollen für die Smart Solution, das heißt für das Städteprojekt in Indien. Also das ist ja auch kein kleiner Betrag in den nächsten 15 Jahren. Und natürlich auch die Zertifizierungsherrschaften aus Russland rechts unten im Bild.
Und hier, wie gesagt, am 1.12. hat man gestartet mit den Fahrtests, die wichtig sind, eben um Ergebnisse zu haben, die dann für den Zertifizierungsprozess notwendig sind. Hier haben wir sie nochmal, die Herrschaften, die eben sich für die Zertifizierung einsetzen, bei Verhandlungen eben mit Unitsky. Und ja, somit hat das Jahr geendet letztes Jahr sehr, ja, intensiv arbeiten. Und es geht weiter eben aktuell ganz stark eben mit Zertifizierung, mit den ganzen Arbeiten dazu, aber auch mit dem Bau im Ökotechnopark. Da komme ich mal schnell drauf. Hier, bevor ich Ökotechnopark erwähne, schönes Bild, das habe ich mir ganz bewusst rausgeholt aus dem Februarkalender. Wer den Kalender kennt von Skyway, dieses Bild zeigt, wie so ein Turm, den wir gesehen haben, von innen aussehen soll. Also auch das kann man sich bildlich schon vorstellen. Dann zurück, wie sieht es im Ökotechnopark aus? Ja, man baut aktuell, das sieht man schon ganz deutlich hier an den Stützen, man baut aktuell an den Kurvenelementen für die Leichtstrecke in der Mitte. Man brauchte diese Kurvenelemente und hat hier eben diese Stützpfeiler gemacht. Und die Arbeiten an der Gleisstruktur der städtischen und der Hochgeschwindigkeitsstrecke geht weiter. Also man sieht, es geht weiter. Solange wir eifrig dafür sorgen, dass die Gelder kommen, kann hier eigentlich, wir liegen voll im Plan, kann hier nichts passieren. Und dann habe ich noch eine Neuigkeit mir rausgesucht oder erfahren. Ist vielleicht jetzt nicht so für uns Investoren so großartig interessant, aber für Neugierige. Nämlich hier dieser Wladimir Wolfowitsch Schirinowski, mein Gott, ich bin kein Russe, aber ihr werdet es mir verzeihen, hat das Angebot bekommen, sein Elektrohybridauto von Skyway reparieren zu lassen. Es war mir jetzt auch ganz neu. Es gab da in Russland eine Firma, die hat so Elektrohybridfahrzeuge hergestellt und die haben aber dieses Unternehmen dann verkauft, weil es einfach zu kostspielig geworden ist. Und die ganze Mannschaft, die dort gearbeitet hat an diesem System, also zumindest die Spitzenleute, die arbeiten jetzt bei Skyway. Und aus diesem Grund, die wollten eben den Politiker eben da ein bisschen helfen mit seinem Auto, der hatte da irgendeinen Schaden und die führen jetzt die Reparaturarbeiten an seinem Auto durch. Ich habe mir gedacht, ich baue das mal mit ein für den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert. So. Ich bin jetzt soweit mit meinen Ausführungen am Ende, aber ich habe euch ja noch ein kleines Video versprochen und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, sodass ihr dann mal wieder von meiner Stimme erlöst seid. Das ist, ich werde gleich. Das ist Skyway der Zukunft.